Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Sims 4, mein Leben als kleiner rumlungender Typ. Hallo lungender Typ, du. Gut siehst du aus. So richtig frisch. Deshalb machen wir es jetzt mal anders. Wir werden jetzt nämlich deine Frische zerstören. Ja, super. Spielzeug kaufen, bla bla. Nimm das. So, und jetzt lassen wir dich schreiben üben und du wirst halt nie wieder aufhören zu üben. Auch wenn du schon ein höchstes Level erreicht hast, du wirst das durchziehen. Warum soll ich mit Gina eigentlich flirten? Proof, du heiratest bald. So, jetzt üb mal, bis du stirbst. Verschwitzte Prüfung. Dafür, dass es eine Kunstschule ist, muss man ziemlich viele Aufsätze schreiben. Kim war so darauf konzentriert, ihr Handwerk zu verfeinern, dass sie den großen Aufsatz heute ganz vergessen hat. Oh mein Gott! Es ist gerade noch genug Zeit für eine Runde Büffeln oder um eine Lerngruppe zusammenzutrommeln. Wir suchen eine Lerngruppe. Kim gibt vor, eine Kehlkopfentzündung zu haben, um nicht unter Druck gesetzt zu werden. Etwas zur Unterhaltung beizutragen, während sie wertvolle Informationsfetzen von Mitschülern sammelt. Sie besteht den Test, wenn auch nur sehr knapp. Leistungsverbesserung mittelgroß. Haha. So läuft das, Kim. Schreiben, schreiben, schreiben. Inspirierte Arbeit ansehen. Weil mir wurde ja gesagt, dass der Fehler ist, ne, dass die Schreibblockade, beziehungsweise ich beim Schreiben immer wieder eine Pause habe. So, Kim, dir geht's gut? Wir haben ja letztes Mal ein bisschen umgeräumt. Ich glaube, warst du da schon weg, Kim? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, geh mal auf Klo. Verdient hast ja nicht viel. Und du hast keine Beförderung bekommen, Kim, was eigentlich noch viel schlimmer ist. Kunstbandprüferin. Ach, du bist bei Kochen schon auf Stufe 2. Freundlich zu Pascal sein. Genau, geh mal hin und mach Tag verschönern. Das ist doch freundlich, oder? Ja, lenkt ihn noch ein bisschen ab von seiner Arbeit. Romantik, nein. Lustig. Unglaubliche Geschichte erzählen. Och, Manno. Boah, vor allem sich trennen, das wäre krass. Aber ich trenne mich nicht von der Dame. Die soll mir gefälligst ein paar stramme, spartanische Jungen zeugen. Und dann bin ich gespannt, was die alles von mir haben und was alles von ihr durchkommt. Der Gag ist einfach. Eine nette Abonnentin hat mich runtergeladen. Hat mit mir irgendwie 3, 4 Kinder gezeugt, aber die hat mich richtig trainiert. Also die hat mich auf dem Laufband gejagt ohne Ende. Und ich bin so ein richtiger Muskelprotz geworden. Ist schon sehr krass. Und jedes Kind ist rothaarig geworden. Meine Gene haben sich immer durchgesetzt. Das ist so geil. Deshalb bin ich gespannt, wie es hier sein wird. Ich würde viel lieber grillen. So einen saftigen Fisch. Langsam aber sicher kriegt sie Kochen auch hin. Kochen ist sie auf Stufe 2. Genau, kannst nachher weglegen. Hast dir, Kim, ist dir der neue Tisch aufgefallen? Ist dir das Schild aufgefallen oben drüber? Wenn man es jetzt gerade sehen würde, aber ich muss, glaube ich, die Wände anders einblenden. Ha, ich wusste, dass es da ist. Nee, ne? Wenn ich dran mich erinnere, damals bei Sims war es immer so, ne? Die haben sich so einen richtigen... Du hast was Neues gekauft, der Sim ist hingegangen und gesagt, geil! Da ist dem Richter einer abgegangen noch auf Sachen, die du gekauft hast. Jetzt ist einfach nur, ja, ich lebe halt hier.
Man macht ja halt glücklich durch die Dekoration. Die ist gelangweilt plus eins. So, tanzen willst du gerade nicht. Kim, du bist voll. Räum auf. Genau. Dann würdest du gern Fisch fangen. Du würdest auch gern mit jemandem chatten. Also alles auf einmal kannst du nicht haben. Fang erstmal den Fisch und danach lassen wir dich ein bisschen chatten. Pascal übt ja immer noch. Dann nimm mal die Rute. Oh, ich mag Frauen mit Ruten. Ist doch egal, ob es eine Trap ist. Und? Hast du was? Guck mal, jetzt würde ich sagen, ordentliches Ding. Jetzt warten wir auf die Einblendung. Vor allem 20 Kilo. Doch ganz schön geiles Teil. Kannst du Angeln wieder aufhören? War es wenigstens ein super Fang? Nee, das war kein großartiger Fang, warum auch immer. So, geh mal ins Web. Dann machst du... Blub, nicht Sims TV. Hm, Kontakte knüpfen, genau. Geh mal in den Chat rein. Oh, weißt du... Immer muss da irgendein Kack passieren, ne? Dann schmiert der PC ab, ne? Wenn ich mit dem den Kack machen will. Genau, du kannst ja das selbstsichere Gemälde schon mal anfangen. Obwohl, du hast ja noch Zeit. Mit Pascal plaudern, sei glücklich. Freundschaft schließen. Freundschaften gibt's nicht. Die Gurke lenkt zu viel den Pascal ab. Gib hin. Zusammensitzen. Es gibt auch nichts Schönes, als zusammen zu sitzen. Sollen wir mal die Objektdetails gucken? Das hat Maxis gerade favorisiert. Ein 3-Etagen-Haus. Sieht doch ganz süß aus. 141.000. Dazu fällt mir auch ein. Man könnte mich ja auch mal wieder hochladen. Mit dem aktuellen Status, oder? PS, mein Sim heißt Decat und er ist etwa 1 zu 1 nach mir designt. Wenn du magst, kannst du ihn dir ja laden. Hi Proof, wegen deinem Let's Play habe ich mir extra das Game gekauft. Mach weiter so und bleibe unbedingt wie du bist. Danke, Simbad. Richtig gutes Let's Play. Hi, super Let's Play, super Let's Play. Meets? Hi Dr. Proof. Ei, ei, ei. Was ist der Kerl putzig? Darf ich den behalten? Ach du Kacke. Gucken wir uns mal von Simbad denn an, den DE-Cat. Dann hatten wir ihn wenigstens drin. Oh, DE-Cat. Krass. Du trägst die Plät mit Stolz. Hattie hat auch nur mich. Alle laden mich einfach mal. Wie oft wurde ich eigentlich bis jetzt geladen? Nur 12 Mal. Immerhin. Bam, bam, bam. Ja, Tracy haben wir ja auch geladen.
So, Moment. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, den ich nicht machen wollte. Denn wenn wir schon bei Simbad sind, dann laden wir uns den Simbad auch mal rein. Bam, bam, ba, da, bam. Ich weiß gar nicht, wie ich den aktuellen Haushalt habe. Ich immer das Gefühl, ich lade den bei mir rein, ne? So, 37 folgen mir was. Kataloganzeigen, meine Bibliothek. Ich bin etwas verwirrt. Naja, müssen wir nachher mal machen. Mach ich separat. So. Denn erstmal muss der Proof sich zu Ende malen. Du hörst auf zu plaudern, hörst auf zu malen, bitte. Komm, geh pennen, Kim. Hau ab. Raus hier. Ich hab zu arbeiten. Beziehungsweise ich hab gleich auf meinen Stuhl zu pingen und ich möchte nicht, dass du dabei bist. Heißes Ding. Ach, Proof. Und du, was machst du wieder? Du sitzt vor deinem Rechner. Zockst hier rum, ne? Heiße Schnitte liegt drin. Bist deine Bücher am Schreiben oder deine Let's Plays am Machen. Und die Frau, die macht den Vibrator an. Das Leben eines Let's Players, es ist hart. Es ist hart. Jeden Tag aufs Neue. Immer muss ich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Darf nie einen wegstecken. Nur um hier das Let's Play voranzubringen. So wie du. Du bist einfach ich. Ich sehe mich in dir wieder. Außer die roten Haare. Die sind ja nicht wirklich echt. Naja, wir beschleunigen das Ganze mal. Vor allem, warum versuche ich eigentlich nochmal die Schreibblockade jetzt zu machen? Einfach nur zu gucken, ob es geht, ne? Weil generell wollen wir ja schon Koch werden. Ach, ich bin einfach so fettig, ey. Und alle haben wahrscheinlich schon geschrien, ey, Proof, du musst keine Schreibblockade mehr kriegen. Egal. Wir haben aber gesehen, ich habe ihn den ganzen Tag schreiben lassen, es passiert einfach nichts. So, deshalb nimmt Proof jetzt einen Gartensalat. Es scheint da wirklich ein bisschen im Eimer zu sein. Aber wahrscheinlich habe ich auch noch zu viel Spaß gehabt. Ich hatte noch zu viel Spaß beim in die Hose machen. Beziehungsweise fast in die Hose machen. Aber wie kann man nur so scheiße beim Essen aussehen? Vor allem, was lächelst du so? Achso, er ist glücklich. Nein, du tanzt jetzt nicht. Mit Gina flirten, das geht schon mal gar nicht. Nicht heute. Oh, Kim knuddeln. Kommt noch. So, jetzt fühlt sich sehr unwohl, weil dir die Blase platzt. Stopp, stopp, stopp. Nein, du gehst nicht auf Klo. Um eine katastrophale Demütigung zu vermeiden. Blasenversagen in 3 Stunden. Ist mir egal, ich lass dich mal explodieren. Jeder muss sich mal in die Hose gemacht haben. Und da du keine Kindheit hast, das musst du es leider im Erwachsenenalter machen. Aber ich lasse dich dabei noch eine Mahlzeit kochen. So, es ist gleich soweit. Oh, ich spüre den Druck. Hauptsache, ich kann auch vernünftig kochen. Und ich muss nachher arbeiten. Unglaublich, das ging aber echt schnell. Wäre jetzt voll gut. Och, ich rufe mal jemanden zum Essen. Wenigstens muss ich erst um 13 Uhr arbeiten. Ach ja, ich bin nicht inspiriert. Moment. Dann seht ihr mal die inspirierende Arbeit an. Hm, das sieht aber inspirierend aus. Schwul. Weil es eigentlich mit seiner Blase im Klo explodiert. Genau, werf das Gemälde von Kim weg. Vor allem geil, es geht mir eigentlich so gut. Nein! Schmeiß die Arbeit nicht weg.
Oh, langsam ist er angepisst. Wortwörtlich. Guck am besten ein. Es gibt ja keinen Discovery Channel. Dann machen wir Nachrichten. Guck einen Nachrichtenkanal, wo übers Meer berichtet wird und Wellengang. Ach, in 10 Minuten ist es soweit, dann explodiert seine Blase. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einfach abschütteln aus der Hose. Sehr beschämt, sich selbst angepieselt. Oh mein Gott, und ich stinke, unglaublich. Er wollte direkt in die... Oh mein Gott, was für eine Wasserverschwendung. Wisch erstmal auf. Eigentlich hast du ja auch... Freundlicherweise bin ich nur aufgestanden, damit ich nur auf den Boden pinkel und nicht in die Couch rein. In die Rille. Obwohl, es ist, glaube ich, eine Ledercouch. Die ist ja eh imprägniert. Das ist eigentlich so geil. Als ich meine Couch gekauft habe, die hat so ein Fasermodell. Fasermodell, ich weiß nicht, wie man es überhaupt nennt. Dann wurde halt gesagt... Ja, die müssen dann immer wieder mal imprägnieren. Irgendwo gegen bla 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 Schutz und so weiter. Weil du einfach nur denkst, alles klar, wo ist das Zeug dafür? Ja, führen wir hier nicht. Und denkst nur, ja, fail irgendwo. Ach, Proof, du aller Stinker. Warum ist eigentlich das Verpixeln nur so... klein. Normalerweise müsste es bis hier unten zum Fuß gehen. Da kitzelt mich immer mein Penis. Meistens in den Hacken. Ja, er fällt so ein bisschen nach hinten ab. Habe ich auch immer mit Problemen gehabt. So, danke. Verwenden. Genau. Ach nee, du warst schon leer. Und du hast keinen Spaß mehr. Gib dir mal selbst ein bisschen Zuspruch. Nein, geh jetzt nicht auf Klo! Oh mein Gott. Oh Kim, jetzt kann ich nie wieder ein Sexualobjekt in dir sehen. So, ab ins Bett. Obwohl... Hol mal Kim ab. Kim, du musst zwar jetzt gleich irgendwann mal vielleicht arbeiten. Ist mir aber egal. Nicht sofort durchbrennen, weil ich brauche jetzt gerade ein bisschen Spaß. Nein, ich will kein Baby machen. Ich will gerade echt kein Baby machen. Wir haben es einmal versucht. Ob Kim dann auch die ganze Zeit kotzen muss, wenn wir ein Baby gemacht haben? Boah, Kim, ich hatte eine scheiß Nacht. Ich habe mir in die Hose gepisst. Ja. Ich habe aber schon alles gewischt, ich stink ein bisschen, ich war aber duschen und wenn du die Fäkalien findest in der Dusche, mach dir nichts draus. Ich habe gedacht, wenn ich schon ins Wohnzimmer pinkel, kann ich auch in die Dusche kacken. Aber lass uns ein bisschen Liebe machen. Da hat sie gesagt, geil Proof, kack mir auf den Bauch. So lernt man seine Frau kennen. Schön warm. Also Sex ist eine ordentliche Spaßbombe. Oh, Kim hat Hunger. Und Kim ist schmutzig. Richtig schmutzig. Was ist das denn? Proof, das sind meine Eierstöcke. Da darf's nicht dran. Ist ja schon gut. Ich nehme mir den Ellbogen raus. So. Kim isst natürlich den gesunden Grillkäse wieder. Du musst um 9 arbeiten, ne? Hm. Ist happy, weil freudig überrascht darüber, dass Proof immer noch Eier hat. Das ist ihr das Beste. Freudig überrascht über das Techtelmechtel. Oh, jetzt ist er auch noch beschämt wegen dem Technik. Kim sagt, typisch Frau, Mann, Kommunikationsprobleme. Kim sagt, das war so geil. Mann sagt, tut mir leid, dass es nur eine halbe Stunde gedauert hat und keine Stunde wie sonst.
Und Frau sagt so, alles okay, ey. Und hat im Hintergedanken, boah, mir brennt die Momo so. Gott sei Dank, ist vorbei. War schön, aber nee. 5 Minuten länger und wär geplatzt. So, 7 Uhr. Geh mal trainieren, Kim. Weil, erstens, bist eine geile Sau in deiner Vergewaltigungshose. Zweitens, ja, bist jetzt halt ein bisschen fitter, beziehungsweise selbstsicher. Und drittens, kannst ja gleich noch duschen gehen. Vor allem, wie die schwitzen sofort, ne? Wobei ich beim Sport so schwitzen würde. Harter Tobak. Auf dem Laufband würde ich eh sofort drauf gehen. So, runter da. Dann geh mal schnell duschen. Beziehungsweise du hast 1 Stunde Zeit. Dann solltest du eigentlich hinkriegen, nachdenklich zu duschen, oder? Was dich inspiriert für die Arbeit. Gibt übrigens schon Modifikationen, die das ausblenden. Aber ich weiß nicht, ob ich es bei YouTube dann zeigen darf. Ich glaube, sie haben auch keine Genitalien. Ich glaube, damals bei Sims 1, wenn man es ausgeblendet hat, dann hatten die sogar keine... Ih, hat da keiner... Hast nicht gespült, Kim? Pfui. Ekelhaft. Genau, geh mal ins Museum. Oh, Kim erwartet ein Kind. Und sie ist sofort dick. Dann spül wenigstens einmal. Yippie! So feiert man die Geburt eines Kindes. Erst, Kim geht erstmal arbeiten. Vor allem, ich habe sie gerade noch aufs Laufband geschickt und sie erwartet ein Kind. Zweites Trimester in 24 Stunden. Ah, Proof, und du pennst einfach durch. Dabei hat dein Samen gefruchtet. Deine Tantiemen fruchten nochmal. Wie, scheinbar sind deine Dienste nicht nötig. Hast du mal den Garten gesehen? Elendiger Arbeiter. Oh, ich muss aufstehen. Auch wenn ich erschöpft bin. Oh, mein Radio ist schon wieder kaputt, aber wir werden das Radio mal verkaufen, denn wir sind zwar nicht, also 90er waren mal ganz cool, inzwischen nicht mehr so, oder wieder, es wiederholt sich ja eh immer wieder. Aber wir holen uns mal was Cooles. Der Vermietflüsterer, dreh die Lautstärke an diesem Schmuckstück voll auf und du kannst dir sicher sein, dass der Vermieter unterwegs ist. Deshalb haben wir einen besonderen Audiotherapie-Titel integriert, den nur Vermieter hören können. Feier mit deinen Freunden, das gäbe es keinen Morgen mehr. Man muss ja sagen, dass eigentlich Kim und Doc ziemlich einsam sind. So, jetzt müssen wir einmal... Beziehungsweise wir lassen mal die Spielzeugkiste ins Schlafzimmer... ja. Jumpin' Joe's Jukebox. Das war ganz schön. Bodenlautsprecher Tower Power. Mini-Stereo-Anlage. Ja, setzt mal eine Mini-Stereo-Anlage hin. Weil. Ach, Arschleck mit den anderen Dingern. Die anderen bringen zwar mehr Spaß. Aber es bringt mir halt gerade nichts. Ach, jetzt habe ich die Pflanze in meinem... Ah, ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte.
So, setzen wir da vorne den Baum hin. Weil wir brauchen ein bisschen Platz. Mülltonne weg. Denn wenn Kim und Proof ein Kind kriegen... Ach, schön, dass ich sogar einen Briefkasten versetzen kann. Da müssen wir mich anbauen. Und nein, ich ziehe noch nicht um. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, dass jetzt der Briefträger dahin geht. So, guter Proof. Dann fresse ich mal eben schnell voll. Kim knuddeln. Kannst du irgendwann machen. Jetzt nicht. Du musst eh gleich arbeiten. Fresse ich eben voll. Gut ist. Vielleicht schaffst du es noch mal ein bisschen in die Porzellanschüssel zu gehen. Komm. In 6 Minuten musst du los. Komm. Das ist sportlich. Nein, du sollst nicht pinkeln. Du sollst A machen. Oh, Häufchen machen die nur, wenn die ganz dringend müssen. Vor allem ist es so geil, dass es einfach nur Blase heißt. Also ein Sim hat keinen Kot, keinen Stuhlgang. Beim Boss einschleimen. Über Kunst nachdenken. Und was macht der Proof? Fleißig arbeiten. Auch wenn der Infotext gerade falsch war, ne? Ach, du arbeitest auch mal fleißig, Kim. Du hast ja auch eine gute Chance auf Beförderung. Ich würde sagen, jetzt wo wir Eltern sind, verkaufen wir die Bar einfach mal. Die nimmt eigentlich eh nur Platz weg. Das sieht ganz schrecklich aus von der Räumlichkeit so. Und sollte jetzt nicht langsam mal einer heimkommen? Hallo? Hallo? Ich bin Caspar, der Geist. Ich warte auf euch. Wo seid ihr? Ah, schön. Kim wurde befördert. Nochmal kurz bevor sie das Kind gebärt und nie wieder arbeiten geht. Sie ist jetzt hungrige Künstlerin. Und ihr ist schlecht. Sie will aber trotzdem mal zur Musik der Stereoanlage tanzen. Spie, spa, specki, 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 spack. Spie, spa, specki, ich tanze, schwanger, ja. Gibt es jetzt eigentlich die Option, reibe Bauch mit Öl ein? Zum Schutz vor Schwangerschaftsstreifen. Aber es ist überhaupt nicht sicher, dass das irgendwas hilft dann. Kann man machen, muss man nicht. Und danach macht man Rückbildungstraining. Aber so weit sind wir noch nicht. Damit die Vagina sich nicht wie ein schwarzes Loch anfühlt, habe ich mal gehört. Mit jemandem chatten. Wir erfüllen jetzt einfach mal die Wünsche von der Kim. Na, hör auf zu tanzen. Das sieht lächerlich aus, Kim. Hör auf. Lass das. Sieht aus, wenn du auf irgendeinem Emo-Festival wärst. Vor allem das anfängliche Wippen immer. So. Freundschaft schließen mit irgendwen, das kannst du knicken. Eine Stunde angeln hochschwanger, kannst du auch knicken. Das, was du machen kannst, ist wirklich essen. Grillkäse soll ganz gut fürs Kind sein, ist nämlich zur Verbesserung des Frontgehirnlappen irgendwas. Zuständig. Ob ich das Kind verlieren kann, wenn ich Kim jetzt durchgehend trainieren lasse? Oh. So, sie hat keinen Spaß. Hab auf Klo Spaß. So. Aber wir sind am Ende unserer Zeit. Ich sag mal, nächstes Mal werden wir
anbauen für das Kind von Kim und Pascal. Und dann kann man gespannt sein, was da aus Kim rausflutscht. Vielleicht wird es auch ein grünes Alien-Baby. Man weiß ja nie, was da rauskommt. Säuber ist doch selbst Kim. Echt, ey, Frau. Kaum schwanger, schon bist du angepisst wegen jedem kleinen Kack. Drei Gemälde unterschiedlicher Größe anfertigen. Es gibt groß, mittel, klein. Also muss man die drei verfügbaren anfertigen. Ist auch egal. So, jetzt aber. Tschüss.